König im. Ich wollte gerade sagen, Schall, ich dachte, ihr wollt jetzt mal hier einen Wettstreit antreten. Weil Gnichel und Dr. Tief, so wie wir auftreten, ich will mal sagen, das ist nicht auch gerade so unscheiße. Ja? Das mal so zu sagen. Das lassen wir mal so mal stehen. Nee, das wäre ein totales Eigentor, wenn ich jetzt was sage. Wir toppen uns super. Sag doch jetzt mal was. Sag doch genau an dieser Stelle mal was. Aber dein Anwalt wollte was sagen. Dein Anwalt wollte was sagen. Ich wollte eigentlich als Mediator mich anbieten. Mediator. Dass man sich einfach mal zusammensetzt an einen Tisch und mal drüber spricht. Die Scheißelaberrunde. Zum Beispiel, wenn man das in vernünftige Bahnen lenkt, dann. E.V. Die Scheißelaberrunde E.V. Die werden wir jetzt gründen. Und ja, bin schon sehr gespannt. Das müssten wir dann eigentlich mit. Also, wenn man damit Geld macht, sollte man eine GbR anmelden. Noch besser. Das soll ja immer von öffentlichen Geldern leben. Das ist ja auch. Machen wir das. Das machen wir. Und dann begleiten wir das hier mit einem Kamerateam. Ja. Als würden wir eine Show machen hier. Ja, das tun wir dann so, als wenn wir eine Show machen würden, in der wir nur Scheiße labern. Weißt du? Das wäre was ganz Neues. Ja, ne? Das nimmt uns auch keiner ab. Wenn wir jetzt du weißt aber, dass du da ja aufs Amt gehen musst und dann musst du ja so einen Plan machen, was deine Idee ist. Du musst es dann auch nochmal vorstellen. Das machst ja dann du, oder? Warum mache ich das denn? Können wir gemeinsam. Wegen des Anzugs. Nee, wieso? Wir gehen da gemeinsam hin und sagen: Guten Tag, wir möchten etwas anmelden. Wir möchten die Scheiße-Laber-Runde, ne? Richtig. Genau, da war gerade schon jemand da. guten Tag, wir wollen eine Flasche Pommes frites. Ja. Palüm, palüm. Ein toller Verein. Mhm. Du Gnieche, bevor uns die Sendezeit davonläuft. Ja, die läuft. Wir haben jetzt 28 Lass Minuten, mal. Mein Freund. Rat mal, warum wir so viel Scheiße labern hier, weil wir jetzt 28 Minuten haben. Wir haben nämlich eine CD aufgenommen. Oh. Ja, in dieser Zeit, wo wir ja so unsere Identität, haben wir eine CD aufgenommen und die gibt es demnächst zu kaufen. Eine Superhelden-CD, sozusagen. Wow. Nicht schlecht. Fertig. Kramer und Jensen, all eure Songs sind da drauf. Alle sechs Stücke drauf, aber wir haben natürlich ein bisschen mehr Material. Okay. Das ist erstmal, um die Leute so ein bisschen anzufixen. Das kann man ja dann auch live sehen. Ne? Ihr spielt ja auch live, denke ich mal. Ja, ab und zu. Ja. Wenn uns einer nimmt. Ja. Ihr habt uns genommen. Gut. Das nächste Mal im großen Finale in der Markthalle, vielleicht, weiß man nicht, vom Oxmox Bank Contest. Ist vielleicht schon raus, aber wir sagen es nicht. Informiert euch online. Ja, was jetzt? Nein, wir sagen das nicht, das ist ein Geheimnis. So? Ja. Ja, möchtet ihr Wasabi-Chips? Nee, du. Warum? Ich gebe mal das Wort an meinen Anwalt. Ja, ich bin ja Jens Arzt auch. Ich dachte, und Jens Kramer heißt er. Nicht Jens Arzt. Also. Aber wieso bist du Jens Arzt? Er ist Jens Kramer und du bist Jens Arzt. Aber ich dachte, du bist Jensen. Das ist mein zweiter Name. Jens hat Magen-Darm-Problematiken. Und also die eine Superkraft ist ja nicht nur einen dicken Daumen zu haben, sondern auch, er kann machen, dass die Luft riecht. Wir jetzt überlegen, warum der dicke Daumen noch gut ist, außer zum Bassspiel. Sanders, mach mal vor. Mann. Hier, Sanders, nimm mal kurz bitte das T-Shirt. Dein Teufelsteil ist aber auch irgendwie ein bisschen gefährlich. Ne? Wie mein Teufelsteil? Wenn du das so hochhältst. Ich? Also sein Teufelsteil. Ja, ja. Sein Teufelsteil? Achso, ich dachte, ich das Teufelsteil. So. Du Teufelsteil. Das ist eigentlich fallisch, das Ding. Dreifach fallisch. Nein. Ist das eigentlich? Ja, es ist. Wie konnten wir so schnell auf mein Niveau herabsinken? Es ist fallisch, würde ich sagen. Nein, ich muss ja zugeben, dem habe ich ihn damals gegeben. Dann wird er mir. Aber jetzt darf ich mal drüber nachdenken. Nein, ich muss doch diese Äs mir abgewöhnen. Welche? Nee, Moment. Das macht keinen Spaß. Okay. Aber ist ja praktisch, ne? Der sieht aus wie neu, ist noch kaum benutzt anscheinend. Und das Preisschild ist ja auch noch dran. Das Preisschild? Den habe ich jetzt seit anderthalb Staffeln, das ist der fünfte. Oh, alles klar. So wie der Hamster, der sich immer wieder erneuert. Genau. Ah, verstehe. So bin ich auch. Ich meine, der Stoff. Wie habt ihr euch denn damals eigentlich gegründet? Erzählt doch mal eure Biografie. Der Anwalt. Jensen. Also, es war 2008. Wird das so abgesprochen? Ich muss es vom Teleprompter ablesen. Okay, lies mal. Lies mal, was da unten steht. Ah, nee, Kramer und Jensen steht da unten gerade.
Ja, die offizielle Geschichte ist ja die, dass die Traditionsfamilien Kramer und Jensen sich zusammengeschlossen haben, um sozusagen die Welt zu retten. Und das ist doch die inoffizielle Geschichte, oder? Ja, das aber als Superhelden, aber wie als Musiker? Als Musiker, also die beiden Herren hier ganz links außen, die haben sich schon gefunden, die hatten sich schon gefunden. Und dann sind sie auf eine lange, lange Suche gegangen nach guten Musikern. Mhm. Aber hatten aber keine Lust mehr, haben mich dann trotzdem genommen. Sie dauern noch an die Suche. Also. Ja, genau. Und dann kam auch relativ schnell Jens dazu. Genau. Ja. Und seitdem sind wir glücklich vereint. Ja, und machen zusammen Musik. So. Okay. Ja. Die kann ich nochmal anfangen. Das war so langweilig, die Geschichte. Nö, wir wollen mal wissen, wo ihr herkommt. Ich möchte zwischendurch noch so ein bisschen so Feuerwerk machen, irgendwie das. Also um es vielleicht ganz kurz zu machen und nochmal zusammenzufassen, was du ausgeführt hast. Fass nochmal zusammen. Ja, fass nicht zusammen, erzähl mal was anderes. Also das Ganze hat sich so aus einer alten Band ergeben, in der ich Gitarrist war und wo dann nach und nach die Musiker weggebrochen sind. Und Loco, komm, das interessiert dich. Achso, Entschuldigung. Er bricht doch gerade weg. Du musst das auch wissen, dann kannst du es nächstes Mal selber erzählen. Musst du dann nächstes Mal auch machen. So, und dann haben wir halt einen Sänger gesucht und da kam der Christoph dazu. Und das hat gleich sehr gut gepasst zwischen uns, wir haben uns sehr gut verstanden. Ja. Und dann brachen so weiterhin die anderen Musiker auch weg, sodass wir beide dann übrig geblieben sind. Und dann sind wir auf die Suche gegangen. Und so haben wir uns dann im Zeitraum eines Jahres zusammengefunden. Nach vielen netten Kennenlernversuchen mit anderen Musikern und so. Ja. Auch den guten Bassisten, aber den behandelt ihr stubenrein. Ja, ja, absolut. Okay. Pfleglich. Mittlerweile. Bassisten werden. Was denn? Wieso? Diskriminiere ich Bassisten oder was willst du sagen? Was machst du? Nein, wegen dem dicken Daumen. Was hat er gesagt? Diskriminiere ich Bassisten? Wieso? Wie kommst du darauf? Wir haben doch hier. Komm. Also, okay, damit du dich nicht benachteiligt fühlst, ja, wir haben auch für dich einen eigenen Schreibtisch, wenn dir das gefällt. Echt? Ja, Sanas, hol mal bitte. Wenn dir das gefällt, damit nur als Beweis, dass ich dich nicht diskriminiere, kriegst du deinen eigenen Schreibtisch. So. 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 Das ist ja nur als Beweis. So. Krieg ich jetzt auch was zu trinken? Muss ich jetzt auch Danke sagen? Wie, natürlich. Willst du was sagen, Chips? Nein. Lars hat die vorhin probiert. Ich glaube, Lars hat die vorhin gegessen. Lars, hast du was? Magst du das? Ja. Ich habe hier auch die. Die anderen. Der hat sich da die ganze Tüte gebunkert. Ey, Lars. Gnichel. Der zählt nicht. Der zählt nicht mit im Ranking. Doch. Nee. Nein. Nein. Zählt nicht. So. Aber du kannst dir mal das kannst du rüberreichen. Wie wir uns gefunden haben. Und das hatten wir erzählt. Wir sind fertig mit der Geschichte, wie wir uns gefunden haben. Ein Glück. Also ich habe euch jedenfalls gut gefunden. Gleich von Anna. Gleich von Anna habe ich euch gut gefunden. Also heute ist die deutsche Sprache bei mir auch sehr. Du darfst mich übrigens auch. Ja, ich weiß, aber es bringt doch nichts mehr. Was ist denn hier los, Alter? Du kannst mich auch hauchen, wollte ich gerade sagen. Wenn du was ist, du darfst auch hauchen. Nee, kommt drauf an, was du vorher getrunken hast. Ich mache einfach meine eigene Show nächstes Mal. Schreibt eine Schasse jetzt schon. Du und die Rampensau. Du und unsere Rampensau. Das lila Schweinchen. So, wie würdet ihr euer Musikstil bezeichnen? Ja, es ist straighter Rock mit deutschen Texten. Also, ja, wir spielen Rock mit Gitarre, wir haben auch Piano dabei, Keys und so, aber und legen einfach auch Wert auf unsere Texte. Ich glaube, das tut zwar jeder Musiker natürlich, aber ja, und das ist es. So, mal gucken, ob ich hier Skandal über euch habe. Moment, was habe ich denn hier? Was ist das denn? Erklärt mir das mal. Gegen versteinerte Tradition, selbstgerechte Ex-Freundin und den kleinen Mann im Kopf, der unser Ego mit immer neuen Süßigkeiten füttert und für eine Welt, in der mehr Verständnis für das eigene Tun und die kleinen und größeren Unzulänglichkeiten jedes Einzelnen herrscht. Amen. Das habt ihr geschrieben? Mirko, sag mal was dazu. Ich weiß, das ist es, was ihr ausdrücken wollt. Also du kennst Copy and Paste, ne? Wenn man irgendwie so einen Text. Nein, nein, also das kommt wirklich von uns, und zwar von unserem wunderbaren Schlagzeuger.
Ja, so ein bisschen bei uns die Aufgabe übernommen hat, so die Homepage zu machen und ja, der so viel, wie sagt man, redaktionelle Arbeit macht. Nee, aber da steckt schon was dahinter. Also, genau. Das ist schon.